Im Berliner Olympiastadion trat Hannover 96 am 23.05.1992 zum Endspiel um den DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach an. Fußball-Deutschland schaute und staunte über den Triumphzug der Roten. Auch der damalige Bundestrainer Berti Vogts. Kompliment an Hannover, dass sie so weit gekommen sind. Aber natürlich werde ich ein wenig mehr die Daumen der Borussia drücken. Einzig und allein für 96 drückten die mehr als 10.000 Fans ihre Daumen, die das Spiel auf dem Tramplatz vorm neuen Rathaus in Hannover verfolgten. Die Roten selbst machten sich in der Sportschule am Berliner Wannsee für ihren großen Tag bereit. Trotz spannender Lektüre regierten dort Ruhe und Gelassenheit. Vorfreude überwiegt ganz sicherlich, weil, ja gut, es ist nun mal so, wir können das Spiel ja auch verlieren. Und dann haben wir eigentlich nur noch das, was vorher abgelaufen ist, die Freude vor dem Spiel, vielleicht auch das Drumherum von dem Spiel. Und deshalb freue ich mich jetzt auch drauf. Doch was sich an jenem 23. Mai in Berlin zutrug, sollte das zuvor Geschehene noch einmal in den Schatten stellen. Wie bereits im Halbfinale gegen Bremen sollten auch gegen den haushohen Favoriten aus Mönchengladbach die 90 Minuten nicht ausreichen, um einen Sieger zu ermitteln. Die beste 96-Chance in der regulären Spielzeit vergab Bernd Hemsoth in der 67. Spielminute. Auch wenn Kommentator Dieter Kürten es nicht glauben wollte. Jelmasch hat Stadler überlistet. Oh, durcheinander, immer noch durcheinander. Und das 1:0 muss es doch sein. Ja, ist das denn zu glauben? Beim 0:0 blieb es bis, einschließlich Verlängerung, 120 Minuten gespielt waren. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Erster Schütze im Duell mit Jörg Sievers war der Gladbacher Carsten Meyer. 1:0. Er verwandelte. Ebenso wie 96-10er Jelmas. 1:1. Und Gladbachs Kriens. Kurios wurde es bei Roman Wojcicki. Ihm, sagt Michael Lokowski, ist zu verdanken, dass wir in der Playoff-Runde waren. Guckt er sich nochmal an, der Ball ist offenbar ein wenig nach vorn gekullert. Das wäre ja jetzt ein Ding, wenn er den nicht reinbrächte, nach einem so grandiosen Spiel. Und der Ball bewegt sich immer noch. Das ist ja... In dem Ball scheint wirklich Leben zu sein. Da hat er aber Schweingart. Ja, Marcel Reif sagt ganz richtig, noch genauer geht's nun wirklich nicht mehr. Dann trat Karl-Heinz Flipsen gegen Jörg Sievers an. Und hält. Und hält. Und hält. Doch die Freude währte nur kurz. Oliver Freund vergab. Nächster Schütze war Holger Fach. Hat er gesehen. Jörg Sievers, man sah es, dass er es sah. Und Lokowski. Der reibt sich die Hände. 96 war wieder im Vorteil. Jörg Kretschmar auf Hannoveraner. Und Jörg Neun auf Gladbacher Seite brachten den Ball im Netz unter. Am Schluss hieß das alles entscheidende Duell Michael Schönberg-Christensen gegen Uwe Kamps. Es ist jetzt 20.37 Uhr. Er hat es in der Hand. Und jetzt ist es. Hannover 96 heißt der deutsche Pokalsieger 1992. Und was sich hier abspielt, muss man gar nicht lange beschreiben. Naja, wir wollten ja eigentlich keinen Elfmeter schießen, aber es hat uns die ausgelassenen Torschancen haben uns dazu gezwungen. So ist es natürlich super, was hier gelaufen ist. Und es ist einmalig. Unbändiger 96-Jubel, nicht nur in Berlin. Nach dem verwandelten Elfmeter zum Sieg kochte auch der Tramplatz über. Die nun folgende Partynacht war eine denkwürdige.
Dennoch waren tags darauf die Massen wieder auf den Straßen, um den Pokalhelden bei ihrer Heimkehr einen unvergleichlichen Empfang zu bereiten. Ein Autokorso führte die in mehr oder minder modischem Braun gekleideten 96er zum Rathaus. Mittendrin die Band Hardware, die spontan mit der Mannschaft ihre Pokalhymne »Wir fahren nach Berlin« performte. Der Höhepunkt. Kapitän Carsten Suhrmann streckte den DFB-Pokal vor mehr als 50.000 Fans in den hannoverschen Himmel.